Die Rückrunde in der Bundesliga beginnt. So spannend wie jetzt ist es doch seit Jahren nicht. Der Meister steht noch nicht fest. Im Abstiegskampf ist auch alles möglich. Und deshalb will ich heute mit euch auf die heiße Phase der Saison blicken. Ich habe nämlich 5 Thesen, was in der Rückrunde wahrscheinlich passieren wird. These 1, Werder Bremen qualifiziert sich für Europa. Zum letzten Mal war man 2010 international unterwegs. Viel Wasser ist seitdem die Weser hinuntergelaufen. Statt sich oben in der Bundesliga festzubeißen, spielte Werder oft gegen den Abstieg. Auf den Punkt gebracht, es fehlte die Kontinuität. Dieses Phänomen gibt es auch in dieser Saison zu sehen. Die Hinrunde können wir, würde ich sagen, in 2 Teile unterteilen. In der ersten Hälfte lief wirklich alles top. Man stand sogar auf Platz 3. Der Traum von der Champions League war fast real. Tja, dann kam aber der Einbruch. Und die Frage ist, was genau ist denn da passiert? Simpel gesagt, der Code wurde geknackt. Die Gegner doppelten die Bremer Flügelspieler, die Power nach vorne wurde so im Keim erstickt. Werder stürzte etwas ab und ist jetzt nur noch auf Platz 10. Trotzdem, und das muss ich jetzt einfach mal so sagen, macht mir die aktuelle Situation Mut. Trainer Florian Kohfeldt hat nämlich ziemlich viel ausprobiert, sich taktisch weiterentwickelt und die Lösung gefunden. Werder hat die Raute nicht nur auf der Brust, sondern jetzt auch auf dem Feld. Max Kruse spielt im zentral-offensiven Mittelfeld und bringt so mehr Wucht in die Zentrale. Werder Bremen setzt weiter auf Ballbesitzfußball, will den Gegner spielerisch knacken. Und genau das wird am Ende auch der Schlüssel zum Erfolg. Aktuell liegt man 5 Punkte hinter den Europa-League-Plätzen. Dieser Rückstand ist nicht uneinholbar. Ach komm, eigentlich ganz im Gegenteil. Das ist mehr als nur machbar. These 2, Andrej Kramaric wird der Spieler der Rückrunde. Bei 1899 Hoffenheim ist er ja der Mann für die wichtigen Tore. Schon 6 Mal hat er eingenetzt und um ehrlich zu sein, mich hat es ein bisschen gewundert, dass er so gut drauf ist. Die Weltmeisterschaft war anstrengend. Mit Kroatien wurde er ja Vize-Weltmeister und oft fallen Spieler nach so einem großen Turnier in ein Loch. Sie sind fix und alle und können am Ende auch keine Höchstleistungen mehr abrufen. Aber er ist so gut wie noch nie zuvor. Seine große Stärke ist es ja eigentlich, in der Rückrunde aufzudrehen. Das zeigt eine ziemlich beeindruckende Statistik. 27 von 39 Bundesligatoren hat Kramaric in der zweiten Saisonhälfte erzielt. Das ist krass, oder? Sein Markenzeichen ist es, pfeilschnell die Richtung beim Dribbling zu ändern. Der Verteidiger hat da ziemlich oft Knoten in den Füßen. Die TSG hat sehr früh gemerkt, wie gut er ist. 11 Millionen Euro Ablöse war es Hoffenheim wert und das ist ein Vereinsrekord. Mein Tipp ist, er wird wieder ziemlich viele Buden in der Rückrunde schießen und im Sommer werden dann die Top-Clubs bei ihm Schlange stehen. Sorgen muss sich die TSG eigentlich nicht machen, Kramaric hat nämlich erst seinen Vertrag verlängert, also da klingelt es dann bald in den Kassen. These 3, der FC Augsburg rettet sich. Blick mal doch mal kurz aufs untere Tabellendrittel. Bei meinen Flops der Hinrunde habt ihr mir so unglaublich viele Nachrichten geschrieben und jedes Mal hieß es, ey Manu, der FCA ist doch auch ein riesiger Flop. Ja, und da habt ihr recht, die Zahlen sagen das auch. Nur Platz 15, ein Punkt vor dem Relegationsplatz, also die bayerischen Schwaben stecken tief im Abstiegskampf. Das letzte Mal hat der FCA im Oktober gewonnen. Seit 8 Spielen ist man ohne Sieg. Und trotzdem glaube ich, dass sich die Augsburger noch retten können. Im Verein hat man nämlich knallhart die Schwächen analysiert und am Ende dann auch gehandelt. Ich finde, den besten Bundesliga-Transfer des Winters haben die Bosse des FC Augsburg eingetütet. Und zwar niemand Geringeres als Torhüter Gregor Kobel. Er ist Schweizer U21-Nationaltorhüter, ein riesiges Talent und er durfte sogar schon mal in der Europa League ran. Da hat er eine 1A-Leistung abgeliefert. Klar, da gab es ein Gegentor, aber da hatte er einfach keine Chance. Die größte Schwäche des FCA war in der Hinrunde definitiv die Torhüterposition, egal wer da drin stand. Da war kein sicherer Rückhalt, es gab einige Fehler und das kostete Punkte. Im Abstiegskampf, und das muss ich euch eigentlich nicht erzählen, ist jeder Zähler wichtig und deshalb bin ich mir sicher, Kobel wird trotz seines jungen Alters Stabilität in die Defensive reinbringen. Versteht mich bitte nicht falsch, Augsburg wird nicht jeden Gegner an die Wand spielen und deshalb am Ende sogar noch deutscher Meister. Nein, natürlich nicht. Die Angst vor dem Abstieg wird die ganze Zeit im Hinterkopf bleiben. Aber, und das ist mein Tipp, Augsburg steigt nicht ab. These 4, Bayer Leverkusen startet durch. Die Hinrunde war total ernüchternd. Die Ergebnisse haben zwar gestimmt, ja, aber die Art und Weise, wie die Werkself gespielt hat, gefiel keinem. Deshalb hat Bayer einen neuen Boss an der Seitenlinie. Und zwar Trainer Peter Bosch. Er steht für diesen totalen Fußball. Also das, was man immer wieder in den Niederlanden sieht.
Alle Spieler greifen an und alle müssen verteidigen. Tja, dieses System ist kompliziert. Beim BVB hat das gar nicht geklappt, da kapierten die Spieler zum Teil nämlich nicht, was sie in welcher Situation machen sollten. Tja, nach einem knappen halben Jahr flog er deshalb dort raus. Bosch hat daraus gelernt, bei seiner Vorstellung sagte er nämlich, Zitat, alle Fehler, die ich in Dortmund gemacht habe, muss und darf ich nicht mehr machen. Da hat er recht. Potenzial steckt in diesem Team definitiv und deshalb hat er den Fans versprochen, in Zukunft werden sie im Stadion und natürlich auch zu Hause vor dem Fernseher Spaß haben. Die Testspiele im Trainingslager haben schon mal Lust auf mehr gemacht. Die Formkurve von zum Beispiel Leon Bailey geht nämlich steil bergauf. Zwei Tore hat der Junge vor kurzem gemacht, das hat er natürlich selbst bemerkt und sagte in einer Medienrunde, Zitat, ich beginne wieder, ich zu sein, das ist das Wichtigste. Ihm liegt einfach dieser Angriffsfußball, Vollgas nach vorne. Klar, die Winterpause ist kurz. Bosch braucht Zeit, um den Spielern sein System bis ins Detail zu erklären. Eins steht deshalb fest, Bayer Leverkusen braucht Zeit. Aber wenn jeder Spieler weiß, was er zu tun hat, wird's mit Vollgas nach vorne gehen. Und genau darauf freue ich mich. Und These 5, der Kampf um die Meisterschaft bleibt bis zum Ende spannend. Borussia Dortmund ist ja Herbstmeister und liegt 6 Punkte vor dem FC Bayern. Entschieden ist also hier noch gar nichts. Übrigens, ich glaube nicht, dass im direkten Duell die Entscheidung fallen wird. Anfang April ist der BVB in München zu Gast. Das ist ja dann der 28. Spieltag. Wichtig werden vor allem die Duelle gegen kleinere Teams sein. Hier tut sich nämlich Dortmund immer wieder schwer. Das hat man auch in der Wintervorbereitung ziemlich gut gesehen. Sobald der Gegner tief steht, mauert, tja, hat der BVB Probleme. Deshalb wird im Training fleißig am schnellen Passspiel und an der Laufbereitschaft gearbeitet. Wichtig wird hier allen voran Kapitän Marco Reus sein. Ohne große Verletzungen ist er bis jetzt durch die gesamte Saison gekommen. Das ist wie ein Sechser im Lotto, denn oft gab es das in den letzten Jahren nicht. In der Offensive zieht er Abwehrspieler auf sich und seine Mitspieler bekommen so freie Räume und das nutzen sie eiskalt aus. Aber sobald Reus fehlt, fehlt dann auch die Wucht nach vorne. Um deutscher Meister zu werden, muss beim BVB wirklich alles glatt laufen. Da darf man keine Schwäche zeigen. Der FC Bayern fletscht ja schon die Zähne und ist richtig heiß auf diese Aufholjagd. Leute, ich sag euch eins, das wird eine richtig geile Rückrunde. Jetzt will ich noch eure Tipps. Wer wird deutscher Meister? Wer wird am Ende absteigen? Und habt ihr noch eine These für mich? All das jetzt unten gesammelt bitte in die Kommentare schreiben. Dann schauen wir mal, was am Ende der Saison wirklich alles stimmen wird. Von daher würde ich sagen, bis zum nächsten Mal wünsche ich euch gut Kick und ciao.